das Must-Setup des Rechners für Webentwicklung, Webdesign. Wir gehen die Werkzeuge durch und Tools und geben Best Practices wieder. Dieses Video gehört zur Serie-Playlist Grundlagen Webentwicklung. Das ist die Folge 2. Das Must-Setup des Computers für die Webentwicklung und Webdesign. Diese Werkzeuge helfen beim Entwickeln und Designen von Webseiten und Webapplikationen und machen die Arbeit ungemein effizienter und einfacher. Ein paar Stichworte: Linux, Mac, Windows, Browser, Chrome, Firefox, Edge, Vivaldi, Git, GitHub, GitLab, Visual Studio Code, VS Codeium, die Alternativen, Emacs, Vim. Referenzen zum Nachschlagen werdet ihr auch noch finden. Wir werden an einem Mac arbeiten, werden aber auf eventuelle Unterschiede und Differenzen zum Mac hinweisen. Die betreffenden Webseiten der Tools und Programme haben meistens sehr gute Dokumentationen, wenn auch nicht immer auf Deutsch. Bei Unstimmigkeiten und Problemen schreibt bitte in den Kommentaren, damit ihr zeitnah Hilfe bekommt, damit ihr auch weiterhin über unsere neuen Inhalte informiert werdet. Bitte like und subscribe mit der Glocke. So, lasst uns anfangen. Welche Betriebssysteme können wir verwenden? Natürlich alle. Wir haben GNU Linux, das ist eine große Gruppe. Mac, das, was ich jetzt hier verwende. Und Windows, das wohl am meisten verbreitete Betriebssystem. Linux ist noch wichtig in diesem Zusammenhang, weil es das dominierende Betriebssystem auf dem Server ist. Alle Cloud-Provider, welche die Computing-Instanzen anbieten, lassen sich per Linux ansteuern. Respektive dort wird Linux drauf laufen. Das muss man irgendwie verwenden. Die Basics sollte man kennen. Mac ist in den letzten paar Jahren ziemlich so als Webentwicklungstool ziemlich präsent gewesen. Windows kann man natürlich auch alles machen. Gut aus, habe es auch schon gemacht, aber meine Erfahrung basiert zur Hälfte auf Linux und die andere Hälfte zu Mac. Vielleicht 10% irgendwo Windows. Wir werden auch im Verlauf gewisse Hinweise darauf geben, für welches Betriebssystem, wie man das machen soll. So, Linux, wie installiert man Software da? Da verwendet man die nativen Package Manager, Debian, Ubuntu etc. mit apt, Fedora, CentOS, was bis anhin Yum, dann neu DNF und mit Arch und Manjaro Linux ist Pacman oder Yai für die User Repositories. Eine Alternative dazu wäre mit Snaps, Flatpaks. Das sind sozusagen ein bisschen abgekappelte Programme. Sie werden nicht direkt ins System installiert, sondern auf einer höheren Abstraktionsstufe. Bleibt noch die Option der manuellen Installation. Für Mac empfiehlt sich insbesondere Brew und Brewcast als Paketmanager. Leicht up-to-daten, Übersicht. Ich möchte euch hier noch den Hinweis geben, wenn ihr für Linux interessiert seid, DistroWatch. DistroWatch hat sehr viele Informationen über die verschiedenen Distributionen, die heute zur Verfügung stehen. Wie man sieht, da bei dem Ranking ist eigentlich Ubuntu ziemlich vorne dabei, Manjaro. Ich denke, so mit Ubuntu fährt man ziemlich gut, weil das so ein ziemlich Standard-Linux-Produkt, der auch für Umsteiger von Windows und Mac freundlich ist. Manjaro ist die Vereinfachung der Arch-based Linux und ist ein bisschen schwerer zu konfigurieren. CentOS ist ein bekanntes Server-Betriebssystem, weil es auf den Red Hat basiert. Eigentlich die Open-Source-Variante, alles von den Red Hat-Produkten abgestrippt wurde. Können wir mal schauen, was es so alles gibt. Also Linux sicherlich eine coole Sache. Wir werden mehr darauf eingehen. Um das Linux-System näher zu bringen, werde ich euch noch VirtualBox demonstrieren, sprich das Programm, welches verschiedene virtuelle Umgebungen auf einer Maschine laufen lassen kann, sei es Windows, Mac oder auch Linux selbst oder Windows.
Das wäre Virtual Box Manager. Das wäre die Webseite. Dort kann man es herunterladen und installieren. Sprich, für jedes System wäre das vorhanden. Schauen wir mal Größe. So. Also sprich, für alle. Kann ich mal schließen. Dann wollen wir natürlich noch ein System herunterladen. Wir gehen ubuntu.com und dann kann man mal das System herunterladen. Nehmen wir den Desktop, die LTS-Version, LTS, sprich Long-Term Support. Ist das Ubuntu heruntergeladen und im VirtualBox installiert? Das kann ich jetzt nicht näher erläutern, aber den Link werde ich hinzufügen. Dann kann man eigentlich das System booten und man hat in der Installation auf einem PC oder Mac jetzt in diesem Fall die Linux-Installation. VirtualBox ist etwas Gutes, weil man zum Beispiel ein zweites Betriebssystem oder mehrere nebeneinander haben kann zu Testzwecken oder wenn gewisse Programme auf eigenem Computer nicht vorhanden wären, könnte man es hier sicherlich finden. Das hier als Referenz, weil wer Linux verwendet, kennt es bereits meistens schon und weiß, was er damit macht. Mac-Installation für Mac ist der Package Manager Brew. Er ist der coolste unter allen, sagen wir mal so. Homebrew heißt er. Installation erfolgt einfach, indem man das Ganze auswählt und schlussendlich im Terminal eingibt. So. Ein bisschen größer machen. So. Man muss es besser sehen. Eingeben und installieren. Das will ich jetzt nicht machen. Und dann kann man Brew List. Das sind alle installierten Packages bei mir. Und Brew Cask List. Das sind alle Cask. Das sind die größeren Programme, nicht nur die Terminal-Programme. Die normalen Brew-Pakete sind eigentlich kleinere Programme, welche vor allem mit Terminal herumspielen. Die Brewcask sind eigentlich die großen Pakete wie Emacs selbst oder auch KeyPass, also die grafischen Oberflächen, besitzen. Da kann man die, sogar auf Deutsch ist vorhanden wahrscheinlich. Happy Days, dann gibt es doch auch auf Deutsch. Installiere Homebrew, bla bla bla. Wie installiert man ein Package selbst? Da kann man Packages selbst suchen. Hier sind die Homebrew Packages, alle Casks und alle MacOS. Wie es aussieht, hat es auch für Linux, doch dieses werden wir ja bei Mac nicht verwenden. Kann man, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jetzt kann man da die verschiedenen Programme suchen. Die wichtigsten werde ich nachher ja aufzeigen. Curl. Genau, Curl ist wichtig. Möget. Andere Programme lassen sich manuell installieren oder haben ein spezielles Prozedere, das aber dann auf den Webseiten beschrieben wird. Gehen wir weiter zu Windows. Bei Windows muss man sich entscheiden, will man das Windows-native System verwenden oder den Windows-Subsystem for Linux, das WSL. Im Prinzip kann man im Windows dann sozusagen fast quasi nativ das Linux verwenden, weil man doch sehr viel mit der Kommandozeile schreiben muss und Linux man bereits nicht schlecht kennt, dann kann man das natürlich verwenden. Ich würde das empfehlen. Am Schluss habe ich, wo ich noch mit Windows gearbeitet habe, habe ich vor allem mit WSL gearbeitet und es hat, da ich das bereits kannte, sehr gut eigentlich funktioniert. Das WSL, das wäre etwa das. Installation der Linux-Distribution auf Windows. Man kann somit eine virtuelle Maschine fahren, Linux auf dem Windows, ohne dabei zum Beispiel VirtualBox zu verwenden. Da bekommt man eigentlich mehr Informationen, wenn man nach WSL sucht oder Windows Subsystem for Linux Installation Guide. Bin nicht sicher, ob es auf Deutsch hat, müsste man mal schauen. Mit dem
Packet Manager Chocolate, das ist ein ähnlicher Packet Manager wie zum Beispiel Brew für Mac oder aber Apt etc. Für Linux, kann man auch verwenden. Und das Coole daran ist eben auch updaten. Das heißt, man muss nicht jeden einzelnen Programm updaten, sondern man kann wirklich alle diese so verwenden. Und das wäre noch Chocolate, der Package Manager für Windows. Man findet dort wirklich alles, was man so verwendet. Man kann den Browser nachher installieren. Wir kommen noch dazu, Java und so weiter, Firefox. Einfach merken, dass das ein Weg ist zur Installation und des Weiteren eventuell das Linux-System, das dann die Linux-spezifischen Installationsroutinen hat. Weitere Möglichkeiten natürlich die manuelle Installation. Um nochmals kurz zusammenzufassen, bei den Betriebssystemen können fast alle Software überall installiert werden. Nun muss man einfach beachten, wie man diese installieren muss. Es gibt immer Best Practices, für welches System man wie das installiert. Für Linux meistens mit dem Package Manager finden fast alle Software dort drin. Für Mac ist es meistens Packet Manager mit dem Brew oder eben die manuelle Installation, je nachdem. Wir werden nachher ein paar Beispiele sehen. Und für Windows muss man sich entscheiden, soll man es nativ verwenden, also wirklich so Windows-Style oder eben doch Linux-Style mit dem WSL. Kommen wir nun zu den Browsern. Der Browser ist etwas Zentrales für die Webentwicklung und Webdesign, da dort man alles schlussendlich betrachtet. Hier gibt es einen kleinen Überblick und wenn man schaut, Chrome hat etwa 67% des Market Share mit Chrome verwendet und Firefox als nächstes weit abgeschlagen mit 9%. Weiter noch Internet Explorer und Edge, das nur auf Linux, Windows vorhanden ist. Google Chrome und seit kurzem Edge auch, Vivaldi, Brave und Opera, alle basieren auf Chromium. Chromium Browser, ein Open Source, welches dann von den jeweiligen Unternehmen dann angepasst wird. Wir werden dann Google Chrome verwenden. Weitere Mozilla Firefox, sehr wichtig bei der Entwicklung. Dort gibt es vor allem für die CSS Grid, das werden wir nachher beim Styling und CSS sehen, sehr gute Tools, die verwendet werden können. Um das CSS Grid Development Tool zu betrachten, habe ich hier eine Grid by Example Webseite aufgerufen. Das hat CSS Grid. Das ist die neue Möglichkeit, wie man horizontal und auch vertikal die Page stylen kann. Und hier mit diesem Tool kann man wirklich deutlich sehen und helfen, visuell auch darzustellen, wie das Ganze aussieht. Safari nur für Mac und Internet Explorer nur Windows, wird aber durch den Edge abgelöst. Internet Explorer trotz großem Market Share dennoch ignorieren. Es gibt bei vielen Frameworks und Libraries Polyfills, welche dann das, was auf dem Internet Explorer nicht korrekt erscheinen würde, es simuliert, dass das korrekt erscheint. Wir werden vor allem Google Chrome und Firefox verwenden. Wir können natürlich alle anderen Browser auch installieren, das habe ich auch, wenn man hier sieht, ich habe noch beide Firefox, die Firefox Web Developer, also die Developer Edition, den normalen Firefox, Safari, Vivaldi und noch ein paar andere, die ich jetzt hier in der Leiste nicht habe. Also man kann wirklich alle installieren. Google Chrome und Firefox ist das Wichtigste. Bei Google Chrome natürlich, wenn man auf eine Seite geht, nach Google Chrome googeln und da kann man ihn herunterladen und installieren, auch auf Deutsch. Bei Google Chrome ist cool, da verwende ich ihn hier. Mal schauen, wenn man zum Beispiel auf target.ch geht, sind die Web Developers Tool die wichtigen. Das heißt, man kann die einzelnen Elemente anschauen, hier Inspect, die verschiedenen Tags und so weiter. Dann gibt es die Konsole, wenn man Fehler hat. Das rote hier ist übrigens von meinen Extensions, welche vor allem die Werbung blocken.
verschiedenen Quellen, woher das alles stammt. Also es stammt nicht alles vom Tagesanzeiger.ch, sondern aus 20 anderen Quellen. Ob man das gut finden kann, ist der heutige Standard. Die verschiedenen, das, was heruntergeladen worden ist, also all die Daten, die kommen können, hier gesehen werden. Performance kann man messen, Audits kann man fahren, das ist alles so ziemlich Chrome-zentral und wird von Chrome verwendet. Darum wollen wir auch mit Chrome entwickeln. Nicht nur, weil es den größten Market Share hat. Und gut, dann Firefox Developer Edition. Könnt ihr alles in den Links unten sehen. Sollte man herunterladen und installieren. Natürlich, desto mehr für das Testen geht es, desto mehr man auf verschiedenen Geräten auch testen kann. Sei es Linux, Windows und so weiter, Desktop, aber auch auf mobilen Geräten. Man das testen kann, umso besser und umso weniger Fehler gehen dann in die Production über. Tools gibt es auch natürlich, die was kosten und die sozusagen alle Browser-Varianten und alle mobilen Varianten testen. Browser-Stack, Browser-Link, Lambda-Testung und andere. Aber bei gewissen Kunden, die das wirklich wollen, konnte ich so nachweisen, so sieht es aus. Wir kommen zum nächsten wichtigen Punkt. Git. Was ist Git? Git ist eine freie und Open Source Versionskontrollmechanismus. Sprich, der Code wird organisiert. Wenn ich etwas einen Code schreibe, dann kann ich ihn einchecken und eingeben, das ist mein Code. Ein eventueller anderer Entwickler hat eine andere Version des Codes oder etwas zusätzlich dazu geschrieben und man kann es zusammen dann mergen und niemand hat die Arbeit umsonst gemacht. Git ist eine Wissenschaft für sich, aber es ist etwas Zentrales in der Arbeit eines Entwicklers. Somit werden wir hier auch Git kennenlernen und man muss es installieren. Für Windows ist es ziemlich eine manuelle Installation oder man kann es auch mit Joco installieren. Für Linux und Mac per Packet Manager leicht installierbar, wenn es nicht schon installiert ist. Mittlerweile ist es in vielen Distributionen, gehört es zur Standardinstallation dazu. GitHub und GitLab. GitHub ist sozusagen das Wichtigere von den beiden. Also das ist die Seite. Das ist die Seite Git, die Informationen gibt und vor allem How-Tos, wie geht man vor bei gewissen Sachen und so weiter. Das lasse ich mal da stehen, findet ihr unten in den, unter den Links. Dann eben GitHub. GitHub ist die Code-Repository, dort gibt es sehr viele Projekte, die man einfach verwenden kann. Nehmen wir ein Beispiel, ich suche etwas Material Design, suchen wir was und da gibt es Angular Material. Und so ist das GitHub aufgebaut. Sprich, jeder hat ein Konto. Das wäre hier Angular. Schauen wir mal unser Konto an. Sartre CH. Und wir haben hier nur eine einzige Repository. Das habe ich gestern angefangen. Das wären so alle Links, die nützlich sind, werde ich hier einfügen. Wenn wir zurückgehen zu Material Design, eben Material Design Icons. Also das ist alles eigentlich Software, die jemand geschrieben hat und es als Open Source veröffentlicht hat. Man sieht immer, unter welcher License man das published hat. Die License werden wir in einem späteren Zeitpunkt sehen, warum das wichtig ist. Ist es Open Source? Ist es Closed Source? Wie kann man das verwenden? Werden wir später sehen. Auf jeden Fall, GitHub ist der Platz, wo man seinen Code sammelt. Es gibt öffentliche Repositories und auch geschlossene. Vieles von meinem Code, das ich geschrieben habe, ist auf GitHub, aber in einer privaten Repo, dass nicht jedermann Zugriff hat, sondern wirklich nur die Leute, die daran entwickeln und für das betreffende Projekt als nächstes losgelöst wird. Also sprich, private Repos gibt es, Repositories und öffentliche Repositories. Open Source wird meistens von den öffentlichen Repositories profitieren. Eine Alternative dazu ist GitLab. Da ist eher die
Continuous Integration eigentlich der Vorteil. Ist eigentlich auch ein, hat es einen Gratis-Teil, welcher erlaubt, dass CICD gemacht wird. Was ist CICD? Man kann den Code zum Beispiel auf GitLab pushen und ab diesem Zeitpunkt geschehen Automatismen, bis der Code getestet wird und auch schlussendlich auf einem Server deployed wird, damit er dann öffentlich zugänglich ist. Zum Beispiel eine Webseite ist dann öffentlich. Das ist der ganze Automatismus dieses CICDs, werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt sehen, aber GitLab hat es dort ein bisschen besser integriert. GitHub hat auch mit GitHub Actions gewisse solche Ansätze, aber ist immer noch nicht so weit wie GitLab. Man kann es natürlich parallel verwenden, man muss nicht nur GitHub oder GitLab haben. Es gibt auch von den Cloud-Providern selbst, wie Amazon Web Services und Google Cloud Platform, ebenfalls diese Code-Repositories. Aber das GitHub ist das Must-Have, das muss jeder haben. Wir wollen noch schnell schauen, wie das mit dem Git so funktioniert. Hier werden wir das Beispiel des Gits Ref anschauen, welches ich hier habe. Das ist dieses Repository, welches wir aufbauen wollen, dass alle Links drin vorhanden sind und alles, was wir heute durchgemacht haben, wird es hier sein. Unter github.com /ch/ref findet man dieses Repo. Und hier möchte ich noch ein Beispiel zeigen, wie wir das effektiv machen. Wenn wir im Folder drin schauen von diesem Repo, sehen wir, es gibt, schauen wir mal alle, genau, .git. Das ist dieser, das Verzeichnis mit einem .git. Dieses Verzeichnis ist in diesem Git-System drin. Das heißt, alles, was wir jetzt ändern, wird sich auf dieses Versionskontrollsystem auswirken. Was ich machen kann, ich habe mich natürlich eingeloggt, ich habe meine Daten Git in GitHub hier angegeben, kann ich sagen, hey, Git pull, hole die neuesten Sachen herunter. Aha, ist alles up to date. Ich gehe mal im VS Codium rein, zum Schauen. Gut, haben wir das, was wir eigentlich bereits drin haben, was wir dort sehen. Genau das da. Wir fügen jetzt noch eine weitere hinzu. Was wollen wir? Aha, die Editoren wollen wir mal durchgehen. Wenn wir das alles gemacht haben, wie bereits gesagt, gehen wir zurück. Wenn ich jetzt hier nochmals schaue, aha, ist nicht mehr sauber. Gehen wir Git Status zum Schauen. Aha, es gibt diese README-Datei, hat sich verändert. Git Add, wir fügen diese Datei hinzu zu unserem Tool, welches wir raufladen wollen. Wir committen das mit der Nachricht added IDEs and editors. Da kann ich Git push auf dem Server pushen. Und wenn ich jetzt hier, das können wir jetzt schließen, da nochmals neu lade, kann man das Neue sehen. Weiterer wichtiger Teil, die Editoren, das ist die größte, und dort wird man am meisten Zeit verwenden bei der Entwicklung von Web-Applikationen, ist ein wichtiger Part und das sollte möglichst für den Entwickler effizient vonstatten gehen. Mein großer Favorit ist Visual Studio Code, das wird mittlerweile von sehr vielen Entwicklern verwendet. Wenn man die YouTube-Videos ein bisschen anschaut, wird man sehr viel auf diesen VS Code stoßen. Ich persönlich verwende das VS Codium. Das ist dasselbe wie Visual Studio Code. Vielleicht ein oder so Versionen zurück, aber dafür ohne die
das Microsoft-Zeug. Natürlich kann man ein Beispiel sehen. Gehen wir hier und geben Code. Das wäre der Standard. Also ich bin in diesem Ordner drin, welcher die Daten hat. Kann man Code.punkt eingeben. Und jetzt kann man es. Was beim Visual Studio Code wichtig ist, sind natürlich die Extensions. Extensions sind etwas, das die Funktionalität des Visual Studio Code ergänzen. Hier nur ein paar Beispiele, was ich installiert habe. Schauen wir mal unter Installed Extensions. Ja, also fürs Angular, Auto Close Tag, Bookmarks, Bracket Pair Colorizer, welches schöne grafischen Elemente bietet beim Codieren. Debugger für Chrome, Docker, .env, ESLint, Firebase, Firebase Explorer und so weiter, GitLens und GitHub, Go für die für die Programmiersprache Go, JavaScript, LiveServer, MDX, NPM, Prettier, Vtour für Vue-Entwicklung. Das sind so einige dieser Extensions. Was ich noch habe, Vim, damit ich, das komme ich gerade demnächst, als nächster Editor, mit dem kann ich schön herumspringen und sagen, ey, ich brauche nicht die Maus und kann ziemlich schnell zum gewünschten Punkt kommen. Sogar hier verfolgt mich Vim. Wir werden noch ziemlich viel mit dem Visual Studio Code zu tun haben. Es gibt natürlich einen integrierten Terminal, das man gerade verwenden kann. Somit muss man, somit muss man nicht immer einen separaten haben, sondern kann auch hier schauen, hey, ah cool, sind alle Daten, oder man kann die verschiedenen Befehle hier eingeben. Also wirklich ein guter IDE, eine Integrated Development Environment, Entwicklungsumgebung zu empfehlen. Nochmals, Visual Studio Code ist gut, VS Codium aus meiner Sicht deutlich besser. Die Webseite des Visual Studio Code, sehr viele Informationen und eben auf allen Systemen installierbar. Die Dokumentation sind sehr ausführlich, also man kann sehr gut das schauen. Es ist auch für andere Entwicklungen vorgesehen, nicht nur für JavaScript und Web. Dann das VS Codium, wie bereits gesagt, ist ziemlich ein Abklatsch des VS Codium, einfach des VS Code, einfach ohne gewisse Telemetriedaten, die an Microsoft geschickt werden. Als nächstes kommen wir eben noch zum Vim. Ich schließe mal das da hier, brauchen wir nicht mehr. Vim wäre jetzt eigentlich das Programm, oder nur Vim. Vim wäre improved, aber Vim ist das Tool, welches auf jedem Computer installiert ist, in der Linux-Welt, sprich auf jedem Server zu finden ist. Man kann es auch verwenden, um die Daten zu, um die Textdateien zu ändern, auch wenn es nur keine grafischen Oberflächen hat, sondern irgendwo ein Remote-Server. Das wollen wir hier mal testen. Ich habe hier dasselbe, wie ich vorher beim Visual Studio Code geöffnet habe, können wir mit Vim Index haben. Nun wohlgemerkt, das ist ein absolut ohne Plugins, ein Vim ohne Plugins. Darum sieht es jetzt so aus. Man kann aber das Vim so modifizieren, dass es wirklich 1:1 mit dem Visual Studio Code eigentlich. Was man hier wieder hat, mit der Tastatur lässt sich ziemlich gut herumbewegen, und was natürlich ein Witz ist, wie verlasse ich Vim? Mit Semikolon und Q. Man sieht das dort unten, dass falls wir etwas geändert haben, gehe mal dort zu oberst oben und kann hier einen Kommentar
Dann muss man mit W für Write und Q verschließen. Man sollte Vim kennen, weil es auf jedem Linux ist und auf jedem Linux-Server. Weitere Editoren sind natürlich der Emacs, eine Philosophie für sich, sage ich mal. Habe ich auch jahrelang mit diesem gearbeitet. Weitere Atom, Sublime, JetBrains, IntelliJ, man kann eigentlich alles verwenden. Wir bleiben bei VS Codium, respektive VS Code. Emacs ist so etwas, was von Richard Stallman, Rhein Software, gemacht worden ist und ist wirklich ein Ökosystem für sich. Sollte man kennen. Wir kommen nun zu Node.js. Das ist JavaScript auf dem Server. Normalerweise wird JavaScript in einem Browser ausgeführt. Man kann natürlich auch ohne einen Browser JavaScript-Code ausführen. Und seit einigen Jahren ist Node das Tool dazu. Node kann es herunterladen von der Node.js-Seite. Oder meine Empfehlung für den Mac ist über Brew. Das heißt, man installiert zuerst über Brew. Kann man Brewlist, mal schauen, ob es bereits hier ist. Das N. N ist der Node Manager. Man kann verschiedene Versionen von Node gleichzeitig installieren, weil ich bin ab und zu dazu gekommen, dass man mit der neuesten Installation nicht immer alles bekommt. Sprich, manchmal hat es richtige Probleme mit älteren Versionen von Node-Applikationen zu bekommen. Hier kann man das wirklich leicht installieren. Ups, was war das jetzt? Also kann man sudo nlatest, dann installiert man sozusagen die letzte Version. Oder ist das die letzte? Auf jeden Fall. Ja, und sudo nlts kann man sozusagen wieder auf die LTS-Version, also in Long-Term-Support-Version, wechseln. Man kann aber auch jede andere Version, die dazwischen liegt, auch ältere Versionen anwählen. Ich glaube, indem man n und dann add 8. Man sieht es hier unten, Node Versions Manager, das ist das N. Für Windows und Linux gibt es ähnliche Sachen. NVM heißt es, glaube ich. Nur zum Sagen, es gibt es und man sollte es auch verwenden, weil man mit unterschiedlichen Versionen von Programmen, die man in Verbindung kommt. Des Weiteren gibt es NPM, das ist der Node Manager, sprich dort der Node Package Manager. Dort kann man sehr viele Packages installieren. Man sieht auch hier Angular Material, was wir vorhin in GitHub gesehen haben, ist auch hier vorhanden. Millionen von Packages sind drin. Die Installation erfolgt meistens npm install, entweder global oder nicht global oder nur in diesem Fall. Und das werden wir alles nachher sehen. Die Alternative zu npm ist Yarn. Es hat gewisse Vorteile, zum Beispiel kann man Workspaces machen, also teilen, den Code aufteilen. So, das werden wir zum Teil später noch dazu kommen. Wichtig zu wissen, Yarn ist eine 100%, kann man sagen, fast 100% die Alternative mit gewissen Vorteilen. Yarn ist ein bisschen schneller und gewisse Sachen kann man eben extra machen. Yarn lässt sich auch per Node installieren. npm list global installed packages dev. Nur die auf der höchsten Stufe installierten sind. Ja, ich habe hier Yarn per npm installiert, also sprich sudo npm install global und Yarn. Das sind alle npm Packages, die bei mir installiert sind auf der globalen Ebene. Die stehen für jedes Projekt zur Verfügung, man kann es überall verwenden. Sonst kann man es auf Projektbasis installieren. Das werden wir alles zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir zu weiterführenden JavaScript-Konzepten gehen, kennenlernen. Docker, ein sehr interessantes Thema.
Was ist Docker? Docker ist eine Container-Technologie. Die gab es früher bereits auf Linux schon lange, schon länger her. Docker konnte es aber ziemlich gut eigentlich verpacken und verkaufen. Was ist Docker? Man packt die entwickelnden Apps in sozusagen Container rein. Die sind unabhängig vom Betriebssystem oder haben nur eine sehr kleine Berührungspunkt zum Host. Im Gegensatz zu virtuellen Maschinen, die sozusagen ziemlich viel Duplikationen im Code haben, lassen sich Container eigentlich ziemlich leichter fahren. Und somit gibt es verschiedene Container-Images, das man herunterladen kann. Docker Hub, Container Registry, die es gibt, kann man zum Beispiel Ubuntu oder aber, sagen wir so, Go-Umgebungen, die ziemlich lightweight sind, wählen. Es gibt tausende von Images, das man verwenden kann. Man sollte jedenfalls die verwenden, die meistens Official Image sind oder nicht von Drittpersonen, weil aus Sicherheitsgründen sollte man immer aufpassen, was man herunterlädt. Ganz im Allgemeinen gilt, was von der dritten Person kommt, sollte immer mit Vorsicht heruntergeladen werden. Auf docker.com kann man sicherlich noch mehr über Docker erfahren. Die Produkte, man kann es herunterladen und installieren auf Mac, Windows und Linux. Rund um Docker gibt es weiterführende Konzepte, vor allem Orchestrierung der Container, das Kubernetes. Das geht aber mehr in den Infrastrukturbereich und werden das zu einem späteren Zeitpunkt sehen, wenn wir über Server, Cloud Provider und so weiter reden. Docker werden wir auch noch ein paar schöne Übungen machen, aber das ist eher gegen Schluss dieser Serie. Wir installieren es jetzt noch nicht, wir können es später noch nachholen. Wenn ihr es schon habt, umso besser. Ich möchte hier noch ein paar andere Programmiersprachen anfügen. Golang und Python. Golang seit einiger Zeit jetzt von Google gepushte Sprache mehr für das Backend. Frontend-Sachen können auch noch realisiert werden, aber ist eine ziemlich effiziente und eine leichte Sprache sozusagen. Python ist sozusagen das Schweizer Sackmesser für alles. Man kann wirklich ziemlich vieles machen. Python ist heute wichtig für AI, künstliche Intelligenz, Deep Learning und so weiter. Des Weiteren kann man auch Backend-Sachen machen oder auch verschiedene Skripte. Ich konnte hier einen finden, den ich letztens gemacht habe, Screenshots von Domains. Mit diesen paar Zeilen und zwei, drei anderen Zeilen nebendran kann man zum Beispiel Screenshots von tausenden von Domains machen und sie zum Beispiel als Thumbnails generieren. Python ist ziemlich mächtig. Noch die Webseiten, das wäre Go. Man kann hier ziemlich schnell noch Hello World und so weiter sagen. Und die Webseiten von Python. Man sollte eigentlich beides installieren. Auf dem Mac kann man beides mit Homebrew installieren, respektive. Bei Python muss man unterscheiden zwischen Python 2 und Python 3. Die Transition von 2 zu 3 ist langsam ziemlich am Ende, also sprich, alles spricht zu Python 3. Python 3 sollte man installieren, wenn es nicht schon installiert ist. Auf dem Mac ist, glaube ich, nur Python 2 installiert, aber Python 3 lässt sich auch installieren. Windows Same kann man hier auch unter Download und Install oder mit Choco. Am besten mit Choco kann man es installieren. Linux, apt-get install Python 3. Andere wichtige Applikationen, welche wir als Webentwickler und Webdesigner verwenden, so ein FTP-Client, der mit dem Server in Verbindung treten kann und wo man die Dateien schicken kann. Heutzutage mit den Cloud-Providern ist es weniger der Fall, wenn man es anders macht, aber immer noch must-have. Adobe Creative Suite mit Photoshop, Illustrator, XD, Lightroom und so weiter ist natürlich ein großes Vorteil, wenn man das haben kann. Es ist doch ein bisschen teuer. Alternativen gibt es dazu, die ziemlich gut gleichwertig sind. GIMP, Inkscape
und viele andere Programme, Open Source meistens. Ich verwende meistens Photoshop und Illustrator für die Designgeschichten und XD für die erste, für das erste Styling, damit man sieht, für das erste Sketching oder wie sagt man, für das erste Fireframing. Natürlich für Videos verwende ich noch Adobe Premiere und Audition noch für das Audio. Meine Empfehlung, jeder braucht einen Passwortmanager. KeePass XC ist cool. VirtualBox, das haben wir bereits angedeutet, als wir bei Mac waren, ist auch etwas ziemlich Wichtiges und ich verwende es doch noch häufig, weil gewisse Sachen, wenn ich testen muss oder gewisse Programme, die nur auf Linux sind, ich nur meinen Mac dabei habe, dort vorhanden sind. Man kann übrigens auch Windows dort installieren, also im Prinzip kann man alle drei Betriebssysteme mit dabei haben, wenn man einen Mac hat. Weitere Applikationen, Terminals haben wir bereits gesehen. Auf dem Mac gibt es diesen speziellen iTerm 2. Und da gehen wir mal raus. iTerm 2, das ist sozusagen der Standard. Es gibt noch den anderen Terminal. Terminal, das wäre der Standard auf dem Mac. Natürlich, wahrscheinlich meistens weiß. Wenn man den iTerm 2 installiert hat, dann wird man nur diesen verwenden. Natürlich Bash und Z-Shell. Das ist das, was man die Shell selbst nennt. Da geht es um das Handling, wie auf Mac ist, glaube ich, Z-Shell automatisch installiert. Bash wird man auch einiges mal hören. Auf jedem Linux ist so ein Bash-Client oder Bash-Shell installiert, Burn-Again-Shell. Und das lässt die Terminal direkt mit dem Computer dann kommunizieren. Es gibt Bash-Skripte, man kann diese machen und Aufgaben eigentlich ziemlich erleichtern. Dasselbe kann man auch mit Python machen, welches auch eine Scripting-Sprache ist. Ist eine Wissenschaft für sich, fürs Webdesign, Webdevelopment muss man nicht alles können. Ist aber gut, das zu wissen. Curl, VJet, das sind so kleinere Tools, das man haben muss im Terminal. Auf dem Mac lassen sie sich per Homebrew installieren. Brew. Auf dem Windows mit Joco und Linux sind sie, glaube ich, schon drin. Oder man kann sie auch mit dem Paketmanager selbst installieren. Tree, damit man besser die Folderstrukturen sehen kann. Und dann die P7-Zip und UnRAR, damit man die Paket-Entpacker sehen. Kommen wir noch zu ein paar Referenzen, welche ich euch mitteilen möchte. Mozilla Developers Network, das MDN, ist ziemlich zentral in der ganzen Webentwicklung und Webdesign-Geschichte. Dort findet man Informationen zu HTML, CSS, HTTP, JavaScript, all die APIs, welche von den Browsern implementiert werden und so weiter. Es gibt einen Bereich für Lerne Webentwicklung, kann man alles durchgehen. Wir werden einen Teil davon sicherlich verwenden. Natürlich gibt es dann die Referenzen selbst und das Gute daran ist, es gibt es auch auf Deutsch. Normalerweise verwende ich es nur auf Englisch. Eine weitere Seite ist WebDev, das ist so, was Google meint, wie das Web aussehen soll. Mit PWAs, sprich die Progressive Web Apps, die lassen sich zum Beispiel installieren auf dem Handy, obwohl es nur eine Webseite ist, oder aber das Caching wird und Offline-Möglichkeiten werden angeboten. Ein paar interessante Themen kann man hier mitbekommen. Weiter Google Developers ist auch eine umfassende Seite, welche zu verschiedenen Google vor allem Google nahen Produkten geht, aber nichtsdestotrotz kann man einiges lernen. W3C, das World Wide Web Consortium, sehr viele Informationen lassen sich vor allem über die Standards des World Wide Web
nachlesen, XML, Web Services und so weiter und so fort. Browsers und Authoring-Tools. Man kommt selten damit in Verbindung, aber ist interessant, wenn man sich zum ganzen Thema, dem Thema interessiert, kann man hier sehr viel nachlesen. W3 Schools ist auch etwas, wo man HTML, CSS, JavaScript etc. Ziemlich gut lernen kann. Es gibt noch Python, Java und so weiter und so fort. Meistens, wenn man etwas googelt, kommt man auf einen von diesen Seiten, das ziemlich schnell ein Beispiel zeigt, wie etwas gemacht werden kann. Das werden wir alles im Verlauf dieser Serie noch dazukommen. Nur zu wissen, da kann man sehr viel mitbekommen. HTML und so weiter und so fort, das Ganze aufgebaut ist. Weiter möchte ich noch ein paar Tipps geben. Einfach googeln ist immer gut. Das heißt, kommt man nicht mehr weiter, einfach das googeln und innerhalb von 5 bis 10 Minuten kommt man zum Resultat. Alle Probleme, die bisher in dieser Richtung entstanden sind, wurden auch bereits gelöst. Zu 99% findet man sie im Internet durch Google. Ich möchte hier eben noch den Sartre GitHub Repo Ref erwähnen. Wir haben damit angefangen, aber es wird noch ziemlich github.com/sartre-ch-ref massiv ausbauen. Dort kann man alle Links, auch von heute, wenn wir alles reinfügen. Weiterhin Free Code Camp, etwas eine coole Initiative, das beim JavaScript-Lernen helfen kann. Man geht wirklich verschiedene Stufen durch und wenn man das alles durchgemacht hat, kann man gut sagen, ey, man kann was. Ich möchte es nur hier erwähnen, weil vor allem sehr viel von Free Code Camp auf YouTube vorhanden ist, dass man über verschiedene, verschiedensten Themen etwas lernen kann. Ich muss sagen, sehr wenig ist auf Deutsch, wenn man es Englisch versteht, dann kommt man hier viel mehr weiter. Zu erwähnen noch EDX, das sind die MOOC, die Massive Open Online Courses. Und hier gibt es alle guten großen Kurse von großen Universitäten, MIT, Harvard und so weiter, Berkeley, welche dann aber nur für online zur Verfügung stehen. Man kann zum Beispiel Python, Frontend Development und so weiter. Man kann sehr vieles von verschiedensten Anbietern lernen, gratis. Dazu kann man aber auch noch so Zertifikate dazu kaufen oder buchen. Ja, eine gute Geschichte. Was es noch weiter hat, Udemy-Kurse, das sind so bezahlte Kurse. Und es gibt tausend andere Webseiten, wo man Online-Kurse haben kann, zu Webentwicklung und Webdesign. Natürlich, wir wollen mit Sartre.ch auch so eine in diese Richtung gehen. Wir haben aber eher für, wir interessieren uns aber auch für Vor-Ort-Kurse, dass die Leute in dieser Umgebung einzeln, Schweiz, in der Umgebung zu uns kommen können und wir mit den Leuten eins zu eins Probleme betrachten, lösen und lernen, zusammen lernen. Das war es auch bereits von diesem Teil 2, das Setup. Wir werden während dem Kurs noch sehr vieles einzeln zu diesen einzelnen Applikationen kommen, zu einzelnen Technologien. Wir werden alles zusammengefasst auf dem GitHub-Repo und Ref zeigen. Das heißt, welche Programme sind für was zuständig und welche sollte man unbedingt dabei haben. Dann habt ihr dieses Setup 1 zu 1 ungefähr wie ich hier, damit ihr alles nachmachen könnt. Nicht verzagen, wir werden eben nochmals während den einzelnen Sessions nochmals darauf hinweisen, falls etwas Spezielles wäre dazu. Wir sehen uns im nächsten Teil mit den Internettechnologien, HTTP, IP, Protokolle und so weiter, Server-Client-Model. Bis dann und nicht vergessen, subscribed und liked, damit ihr auch über die neuesten Inhalte, wenn sie dann kommen, informiert werdet, mit der Glocke bitte. Und sagt es den Freunden weiter. Zusammen lernt sich immer am besten.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.